Hallo, willkommen bei Cosis Deko-Tipps. Gefreut mich, dass ihr dabei seid, wie immer. Mein üblicher Spruch. Die Uli war am Donnerstag da. Donnerstag haben wir ja immer den Shop geöffnet, von 2 bis 6 Uhr. Und hat mir den Wollzist gebracht. Und ich liebe ja diese Textur von der Pflanze. Das ist einfach unglaublich, wie sie das anfühlt. Und heute machen wir da einfach ein paar Deko-Tipps mit dem Wollzist. Wir haben ja im Herbst auch schon einmal einen Deko-Tipp gemacht mit den Wollzist und mit Erika. Und heute machen wir das Ganze ein bisschen sommerlicher. Ich kann es einfach nicht lassen, dass ich was mache, weil mit dem zu arbeiten ist einfach, finde ich, so entspannend und faszinierend, dass die Natur sowas erzeugen kann. Es ist eine heimische Pflanze, Wollzist, Stachys byzantina. Ist auch total wertvoll für die Insektenwelt. Da gibt es eine eigene Biene, die sich die Wollen holt zum Nest bauen. Faszinierend. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sowas in den Gärten hat. Und dann können wir auch coole Sachen draus machen. Das ist so eine schöne Arbeit. Gell? Ja, voll beruhigend. Echt beruhigend. Allein schon das Gefühl von dem Blattl, dann die Vögel, die da zwitschern, Insekten, die herumfliegen, dann die liebe Alina neben mir, dann schönes Wetter, kein Wind. Kein Regen. Wir müssen uns nicht beeilen, wir haben halt auch nicht so einen Stress. Gell? Wir können schön gemütlich den Dreh da machen. Ein Kaffee, schöne Blumen. Also uns geht's gut auf jeden Fall.
Russian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Fertig ist der Türkranz oder Wandkranz. Fertig ist unser Türkranz oder Wandkranz. Man kann das ja natürlich hinhängen, wo man will. Aber besser halten dazu drinnen oder halt so, dass nicht die Sonne direkt drauf scheint oder Regen drauf fällt. Dann halt am besten, weil ich habe drinnen am Klavier zwei so kleine Grenzen von Herbst bis jetzt hängen gehabt. Jetzt haben wir es aber da, weil wir oben die neue Klavierdeko gemacht haben und es hat bis jetzt gehalten, also der Blätter, der bleibt so und ich finde das einfach so genial, wie die sich anfühlen und wie das ausschaut. Ich finde das passt da total gut auf eine moderne Haustür und mit der weißen Lebensblume schaut das einfach total schön und schlicht aus. Als zweites machen wir so Wollziestkugeln. Die werden so ähnlich wie die Lavendelkugeln. Und die sind dann auch wieder haltbar. Das finde ich einfach genial mit den Wollziest. Das hält Monate und ist so einfach zu machen und total eine nette Arbeit. Außerdem schauen wir, wie das wird. Kurze Werbepause. Danke an alle, die bei uns im nordischen Shop bestehen. Das ist natürlich eine riesen Unterstützung für uns, weil viele fragen sich ja, von was wir leben. Und das ist einfach wirklich zu 99% dieser Webshop, den wir wirklich mit Leidenschaft betreiben. Jetzt ist gerade ein bisschen ein Sommertief, obwohl noch nicht einmal ganz Sommer ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, es gibt ab jetzt versandkostenfrei bis 9. Juni. Also wir hoffen, dass ihr euch vielleicht darüber gefreut und bei uns im Webshop reinschaut und vielleicht sogar was findet. Das war halt voll super. Wollziestball. Jetzt brauchen wir ein Gefäß, wo wir das reinigen.
das ist schon so scherz, gell? Ja, die Topferl, die sind perfekt. Ja, siehst du, die sind nicht, da muss man ein Glasl rein, da, die sind nicht ganz wasserdicht. Ein kleines Marmeladeglasl. Aber die passen so perfekt für so Rosen. Das schaut echt schön aus. Das schaut doch genial aus. Echt cool. Man kann das auch einfach nur zum Beispiel mit Frauenmantel machen. Gefällt mir persönlich wieder fast besser. Ich mag es ja immer ganz schlicht. Aber so das bunte Sommerliche schaut jetzt auch total schön aus. Und man kann die Blumen dann einfach trocknen lassen. Weil das so unglaublich lieb ausschaut, haben wir jetzt gerade entschieden, dass wir das wieder als Set reintun. Also den Juna-Topf, die Kugel, die Steckkugel, die man immer wieder hernehmen kann. Und so eine Kugel hält Monate, Jahre, wenn es nicht dem Wetter ausgesetzt ist, sondern drinnen, wo steht. Der Spieß und die Kerzen, das tun wir als Set im Webshop, falls das wer nachmachen will mit der Kombi. Dann freuen wir uns natürlich, wenn es bei uns das bestellt. Und außerdem haben wir ja so viel von euch schon die Juna-Töpfe bestellt. Aber ich will jetzt nur mal sagen, im Webshop steht es eh auch, die sind nicht wasserdicht gescheit. Merkt man gerade wieder. Also einfach innen ein kleines Marmeladeglasl reinstellen und da das Wasser einfüllen, dann hält das. Oder man lässt dann die Blumen, die man eingegeben hat, einfach trocknen. Dann hat man eine dauerhafte Deko und braucht es nicht immer auswechseln. Ich finde die einfach so schön. Jetzt werden sie ins Gardeblattl. Also ich habe keine mehr, fast. Und die sind nicht mehr so schön. Jetzt zeige ich schnell, wo bei uns die wächst. Die Pflanzen, der Wald ziehst, weil der ist da wild aufgegangen. Dann holen wir uns noch ein paar Blattl, weil viel Alina brauchen wir nicht mehr. Ein paar noch, aber es ist jetzt ein bisschen knapp. Da wächst die. Du schau, was sagst du unsere Waldzistkugeln? Schau. Lecker. Hm? Wahnsinn. Das ist. Ja, es ist wie ein Stoff, das ist so arg. Wie ein Samt. Fertig sind unsere Wollziest-Dekos, Kunstwerke, florale Kunst. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, ich liebe es, mit den Wollziest-Blättern zu arbeiten, weil die Textur einfach so genial ist und meditative Arbeit ist das, gell, Alina? Die Alina hat auch eine Kugel gemacht. Es ist ganz einfach, das kann jeder. Und ich kann auch jedem empfehlen, die Pflanzen in
eigenen Garten zu setzen, weil es einfach heimisch ist. Für ihn super zum Dekos machen und auch für die heimische Tierwelt sehr nützlich. Also jeder, der sich für Naturgarten interessiert, sollte beim YouTube-Kanal Markus Burkhardt reinschauen. Das ist mein Mann. Und weil der erklärt alles über die heimische Pflanzen, über die heimische Tierwelt und vor allem, wie wir das in die eigenen Gärten wieder fördern können, dass wieder mehr Schmetterlinge, mehr Wildbienen, mehr Hummeln fliegen, weil das ist natürlich extrem wichtig. Wichtiger als unser Deko, aber für unser Wohlbefinden ist halt die Deko wichtig, weil wir freuen uns, wenn wir sowas herstellen, mit einfachsten Mitteln, mit Sachen aus der Natur und das taugt mir halt und ich freue mich, dass euch das auch gefällt und dass so viel schauen. Da danke an alle, die mich abonniert haben und danke an alle, die bei uns im Webshop bestellen, weil das unterstützt uns natürlich am allermeisten und macht das Ganze möglich. Ja, jetzt haben wir es, gell, Alina? Heute ist die Alina eine würdige Vertretung von der Lea, weil die Lea ist schon wieder unterwegs, gell? Aber recht hat's. Es geht jetzt noch leichter, als wenn man dann Kinder hat. Also noch so viel wie möglich ausnutzen, Alina und Lea. Was nicht heißt, dass man mit Kindern nichts mehr tun kann, aber es ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Okay, ich gehe jetzt Erdbeermarmelade machen. Wir haben heute schon Erdbeeren gegessen und da wieder passt der Rosenzucker perfekt dazu auf den Schlag drüber. Das hat echt gut geschmeckt. Und weil heute haben wir eben einen Rosenzucker gemacht, die Rosenblüten getrocknet, einfach in Thermomix eine mit einem Zucker, das zermahlen und fertig ist ein Rosenblütenzucker und der schmeckt echt gut und schaut einfach schön aus auf Nachspeisen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin alles Gute und ciao.